Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgeron. Ja, in der heutigen Folge steht mal wieder seit langem ein ganz, ganz normales Let's Play an, denn in nächster Zeit werdet ihr sehr viele Challenges sehen, weil ich halt vorproduzieren musste und Challenges in COC kann man wirklich sehr gut vorproduzieren, kann ich mal so behaupten, für die YouTuber unter euch. Auf jeden Fall, wir gucken einfach mal in das Update meines Dorfes, beziehungsweise wie es vorangeht auf die Road to Mauern Level 9. Da habe ich ja schon wieder einige dazu gefarmt, beziehungsweise wir können auch gleich mal einen Farmangriff machen. Ich versuche noch eventuell, wenn es geht, meine Zauberspruchfabrik auf 2 zu starten. Mir fehlen noch 100.000 für 2,5 Millionen. Müssten wir eigentlich auch eventuell hinbekommen, wenn wir gleich angreifen gehen. Und sonst schauen wir auch mal, wie so die Entwicklung meines Dorfes ist. Jetzt machen wir einfach mal Layout anpassen, alles löschen und gucken, wie es da so vorangeht. Oh, Grabsteine. Können wir natürlich einsammeln. 162 Mauern sind auf 9, 88 fehlen noch. Läuft momentan, also ich bin momentan nicht so hart am Clashen, weil mir momentan wirklich die Zeit fehlt. Wie gesagt, ich habe ein Infovideo am Freitag rausgehauen, wo ich gesagt habe, dass ich im Urlaub bin. Beziehungsweise, dass ich alle Videos, die ihr sehen werdet, bis zum 4. August vorproduziert bin, auch das jetzige. Deswegen ist mein Dorf ein bisschen veraltet, sagen wir es mal so. Und ja, wir gucken einfach mal, was wir hier so haben. Momentan grade ich meine Fallen ab. Meine suchenden Luftminen können wir mal rüber joinen. Sind alle auf 2, maxed out. Meine Luftbomben sind auf 4, ist komplett maxed out, kann man noch gar nicht mehr upgraden auf Radius Level 10. Riesenbomben sind auf meinem Radius Level maxed out, gehen auf Level 4, aber das erst auf Radius Level 10. Und was ich noch upgraden kann, sind die Bomben. Eine habe ich schon auf 5 und 5 Stück fehlen noch, die ich upgraden kann, jeweils 1 Million, also 5 Millionen Gold erfahren, dann kann ich jede Bombe upgraden. Und den Luftfeger kann ich natürlich auch noch upgraden auf Level 5, das werde ich aber glaube ich eher später tun, da ich den Luftfeger momentan nicht so wichtig finde. Und ich sowieso nur am Farmen bin, den Luftfeger kann man eigentlich nur gebrauchen, finde ich, wenn man jetzt eine Pokéjagd macht. Aber mache ich ja momentan nicht, mir fehlt auch die Zeit dazu, wenn ich ehrlich bin. Deswegen läuft momentan eigentlich alles relativ gut in meinem Dorf. Wir gucken mal, wie so die Helden sind. Die Barbarenkönig hatte ich letzte Woche gestartet, auf 14 ist er fertig geworden. Ich werde ihn auch nach, also jetzt direkt starten, wenn ich 65.000 Dunkles habe. 53.000 habe ich momentan, 12.000 fehlen noch. Also werde ich ihn auch bald wieder starten auf Level 15. Da hat er sogar die Fähigkeitslevel, die Schür. Hat er den Fähigkeitslevel auf Level 3? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja klar, 5 mal 3 sind 3. Scheiße. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall Fähigkeitslevel pro 5 Level 1. Also Level 5, Level 1, Level 10, Level 2, Level 15, Level 3, genau. Und meine Queen ist auf Level 13, die werde ich nach dem Barbarenkönig auf 15 direkt bringen, also 14 und dann 15. Und sonst ist die Entwicklung in meinem Dorf eigentlich relativ gut, alle Verteidigungsgebäude sind maxed out, also alles ist maxed out, bis die Bomben und der Luftfeger und die Mauern und die Helden. Das war's dann auch schon eigentlich und wie gesagt, dann kann ich meinen Rates upgraden und wir werden mal jetzt einen schönen Farmangriff suchen und gucken, was wir so finden und wir sehen uns gleich wieder. Bin dabei zu überlegen, diesen Gegner hier zu nehmen. Ich suche schon eine halbe Ewigkeit, kommt zumindest für mich so vor und ich habe echt gar keinen Bock mehr zu suchen. Ich bin jetzt in Silber 1 wegen einer Challenge, werdet ihr am 5. August jedenfalls sehen, diese Challenge. Ja, so weit musste ich vorproduzieren und ich werde ihn jetzt einfach angreifen. Ich versuche nur das Elixier rauszuholen für die dunkle Kaserne. Ich werde aber vorher erstmal gucken, ob hier irgendwo Riesenbomben oder sowas in der Art ist. Okay, da ist ein Tesla neben dem Rathaus und eine Skelettfalle und hier vielleicht an den Armeelagern oder an den blanken Mauern hier kann auch etwas sein. Sind häufige Verstecke für Riesenbomben. Okay, Teslen ohne Ende sind schon mal von der Seite da, wo ich angreifen will. Ich versuche mit Barsch erstmal das meiste zu stürmen, um mit den Helden dann hinterher zu kommen. Und jetzt beginnt meine YOLO-Taktik. Ja, okay, wenn Touchscreen auch funktionieren würde. Okay, jetzt funktioniert's. Sollen wir mal schauen, was wir rausholen können. Ich hoffe, ich komme an die Elixierlager, das wäre mir sehr wichtig. Wie gesagt, ich will die 2,5 Millionen gleich voll bekommen in der Folge, damit ihr seht, wie ich die Zauberschuhfabrik upgrade. Und dann den Erdbebenzauber bekomme. Es gibt auch viele Strategien, habe ich gesehen, mit den Erdbebenzauber. Und zwar, man könnte mit den Erdbebenzaubern eine gute Strategie machen, um die inneren Mauern wegzuknallen, sagen wir so. Okay, ein Elixierlager haben wir bekommen. Die Bogenschützenkönigin. Riesenbombe. Autsch. Die Königin geht aus Elixierlager. Trifft sich schon mal gut. Barbarenkönig gleich zünden. Okay, können wir jetzt zünden. Die Barbarenkönig sollte man ab der Hälfte zünden. Und die Bogenschützenkönigin kurz vor dem Tod. Wäre sinnvoll, habe ich auf jeden Fall so gehört. Weil die Fähigkeit vom Barbarenkönig schon lange anhält nach einer Zeit. Und deswegen erst bei der Hälfte und nicht kurz vor dem Tod. Und wir müssen aufpassen,
dass wir die Bogenschützenkönigin gleich zünden. Ein bisschen Dummes können wir auch noch erfahren und ich war bei irgendeinem Thema stehen geblieben. Ich weiß nicht mal bei welchem. Genau, Erdbebenzauber. Da kann man viel Strategie machen. Zum Beispiel, dass man innere Mauern dann wegfegt mit dem Erdbebenzauber. Mit 4 Stück geht das, um genau zu sein. Und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das klappt. Okay. Den dunklen Bohrer bekommen wir noch. Also dunkles war schon mal relativ erfolgreich. Das Elixierlager da bekommen wir nicht mehr, wie es aussieht. Ist nicht so schlimm, aber hätte natürlich besser werden können. Wobei. Der Barbarenkönig könnte sogar noch eventuell ein bisschen holen. Ich werde euch jetzt ein bisschen voll quatschen und ich hatte die Frage auch schon im Informationsvideo gehabt. Ich werde jetzt einfach mal das rausholen, wenn ihr das hier seht. Das ist meine Camcorder, ich schwöre. Das ist mein Camcorder, beziehungsweise damit kann man auch Vlogs aufnehmen, beziehungsweise so kann man sich... Das wollte ich eigentlich gar nicht anmachen, aber egal. Kann man auf jeden Fall so mal anmachen und wenn ihr Vlogs wollt, ihr könnt es mir ruhig unten in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall was machen, schätze ich mal. Ist das jetzt aus? Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall neu und ich freue mich irgendwie. Ich komme mir vor wie ein Hipster. Okay, der Kampf ist vorbei. 1000 Dunkles hat sich gelohnt. 145k Elixier. Ja, mit dem Bonus 101k Gold ist nicht so pornös gewesen. Aber ich kann damit leben. Und wisst ihr, was das heißt, dass wir das geschafft haben? Dass wir die Dunkelzauberspruchfabrik upgraden können. Yo, das heißt es. Und ich werde auch mal direkt starten. Okay, 6 Tage dauert es jetzt. Ich kann die dunklen Zauber, beziehungsweise die Dunkelzauberspruchfabrik nicht mehr benutzen. Kann ich jetzt echt nicht mehr, oder? Na, schade. Ich muss gucken, wie ich das jetzt im CW handhabe. Aber ist egal, ist nicht euer Problem, sondern meins. Wenn ihr öfter solche normalen Let's Plays sehen wollt, ist jetzt nicht so lang geworden, aber wenn ihr sowas öfter sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Folge, die ich vorproduziert habe. Und bye.